Oh, herzlich willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa und ich liebe einfach mein neues Kissen. Ist es nicht cool? Dafür braucht ihr nur ein altes T-Shirt und alles, was ihr können müsst, ist Knoten. Habt ihr ein altes T-Shirt zu Hause? Daraus könnt ihr nämlich ein Kissen knoten. Mein T-Shirt ist grün und deswegen habe ich mir überlegt, ich bastel heute ein Baby-Yoda-Gesicht. Und was ihr noch dafür braucht, das seht ihr jetzt. Ein altes grünes T-Shirt, einen Teller, eine Schere, starker Kleber oder Textilkleber, braunen und schwarzen Filzstoff, einen weißen Stift oder Bleistift, einen grauen und schwarzen Filzstift und Watte. Habt ihr alles? Dann kann's losgehen. Legt den Teller auf das T-Shirt und zeichnet mit einem Bleistift drumherum. Danach vergrößert ihr die linke und rechte Seite, sodass ihr eine ovale Kopfform bekommt. Dann zeichnet einen breiten Streifen um die Markierung herum. Die Breite sollte ungefähr 5 cm sein. Ihr könnt die Tellerumrandung noch vorsichtig wegradieren. Jetzt schneidet an der äußeren Markierung die Kopfform aus. Achtet darauf, dass das T-Shirt nicht verrutscht, sodass ihr am Ende zwei gleich große Ovale ausgeschnitten habt. Dann könnt ihr euch wieder die Schere nehmen und vom Rand bis zur inneren Markierung Streifen schneiden. Diese Streifen sollten ungefähr 1 cm breit sein. Das wiederholt ihr so lange, bis nur noch ein Stück Rand übrig bleibt. Das brauchen wir nämlich gleich, um das Kissen einfacher zu befüllen. Die Streifen müsst ihr jetzt ringsherum zusammenknoten. Ihr braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber es macht trotzdem Spaß. Jetzt könnte ich eine Kissenfüllung besorgen. Da ich keine richtige Kissenfüllwatte zu Hause habe, habe ich einfach normale Watte genommen. Mit dieser könnt ihr das Kissen vorsichtig befüllen. Ihr könnt die Watte auch vorher etwas auseinanderziehen, sodass sie noch etwas mehr aufgeplustert ist. Jetzt könnt ihr die letzten Streifen zuschneiden und ebenfalls zusammenknoten. Zum Schluss solltet ihr alle Knoten noch ein zweites Mal richtig festknoten. Wenn ihr wollt, dann drückt das Kissen noch in Form. Jetzt gehen die Knoten ganz bestimmt nicht wieder auf. Außerdem ist das Kissen jetzt richtig fest und es kommt auch keine Watte raus. Aber der Baby-Yoda braucht natürlich noch ein Gesicht und dazu nehmen wir uns einfach Filzstoff. Zeichnet ein Auge auf den braunen Filzstoff. Schneidet es aus und nutzt es als Schablone für das zweite Auge. Dann legt ihr ein Auge auf einen schwarzen Filzstoff und zeichnet ebenfalls drumherum. Jetzt könnt ihr einen Kreis in die Mitte malen und ihn ausschneiden. Das ist unsere Pupille, die ihr nun auf das Auge kleben könnt. Dazu solltet ihr einen Kleber benutzen, der gut klebt. Oder ihr verwendet einen Textilkleber oder Filzkleber, wenn ihr einen zu Hause habt. Sind die Augen fertig, dann könnt ihr sie auf euer Kissen kleben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit einem Filzstift noch Nase, Mund und ein paar Yoda-Falten auf das Kissen malen. Na, erkennt ihr Baby Yoda? Ich find's auf jeden Fall schon richtig süß. Wenn ihr allerdings nicht auf die typischen Yoda-Ohren verzichten wollt, dann zeige ich euch, wie ihr die auch noch basteln könnt. Nehmt euch wieder das T-Shirt und zeichnet zwei spitze Yoda-Ohren ein. Schneidet beide vorsichtig aus. Dann nehmt ihr euch den Kleber und klebt nur die langen Kanten des Ohrs zusammen. Unten solltet ihr unbedingt offen lassen, denn da füllen wir jetzt noch ein wenig Watte hinein. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das offene Ende nun zukleben. Gebt nun etwas Kleber auf den unteren Rand und klebt ihn an das Yoda-Kissen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Ohren auch noch mit einem Filzstift anmalen. Mein Baby-Yoda-Kissen ist jetzt fertig. Ist es nicht süß geworden? Ihr könnt aber auch ein ohne Zahnkissen knoten. Und wenn ihr keine Ohren an eurem Kissen mögt, wie wäre es zum Beispiel mit einem Wusel? Wenn ihr keinen Kleber oder Filzstoff zu Hause habt, dann könnt ihr euer Kissen einfach nur anmalen. So habe ich es zum Beispiel bei der Sonne gemacht.
Hier auf togo.de findet ihr auch nochmal eine genaue Bastanleitung zum Herunterladen. Ihr könnt mir auch hier Bilder von euren Kissen zuschicken. Ich bin nämlich echt gespannt, wie die aussehen. Viel Spaß beim Nachbasteln und ich mache auf meinem Kissen jetzt erstmal ein Nickerchen. Tschüss!